Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Heute gibt es mal wieder ein Waschvideo und zwar möchte ich euch mal mein Vorgehen bei einer Winterwäsche an meiner E-Klasse zeigen und auf vielfachen Wunsch zeige ich euch heute mal wirklich die komplette Waschroutine. Also beginnen werden wir jetzt hier bei mir im Detailing-Keller. Ihr seht das schon, hier ist es relativ unaufgeräumt, sieht ein bisschen aus wie bei den Ludolfs, hier hat das Haufenprinzip Einzug gehalten. Naja, dann fahren wir gleich in die Indoor-Waschbox, ich wasche den Wagen und danach zeige ich euch noch, wie ich die Waschutensilien dann entsprechend wieder reinige. Jo, beginnen werde ich jetzt damit, dass ich mir erstmal entsprechende Autopflegeprodukte aussuche, die ich jetzt heute für die Wäsche mitnehmen möchte. Ja, hier könnt ihr also meinen Detailing-Keller sehen. Also grundsätzlich haben bis vor einigen Monaten noch zwei IKEA-Regale ausgereicht, um alle Autopflegeprodukte vernünftig zu verstauen. Aber durch YouTube teste ich ja doch schon immer einige Produkte und wir sind so ein bisschen hier an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Also da muss ich demnächst mal aufrüsten. Wenn IKEA wieder geöffnet hat, hole ich mir mal noch so ein paar Regale. Naja. Ich habe hier so ein bisschen versucht, Struktur reinzubringen. Wir sehen hier unten, habe ich Autoshampoos stehen, in der Etage darunter Felgenreiniger, dann habe ich hier alle möglichen Versiegelungen, da oben Reifenpflegeprodukte, eine ganze Menge Handschuhe, so ein paar Universalreiniger, hier oben dann alles für den Innenbereich, eine ganze Menge Mikrofasertücher, Felgenbürsten, Pinsel. Sämtliche Schaumsprüher, dann hier in der Kiste Waschhandschuhe, darüber Trockentücher, dann habe ich da noch eine Poliermaschine drin liegen, meine Eimer und übrigens schon mal so ein kleiner Teaser für eines der nächsten Videos. Na, demnächst werden wir mal dieses Teil hier austesten, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, aber da warte ich erstmal noch auf ein bisschen besseres Wetter. Ja, dann habe ich hier zentral in der Mitte meine Detailing-Tasche stehen. Das ist ja diese OASA-Tasche, die hatte ich euch ja mal vorgestellt. Da bin ich ein großer Fan von. Die nehme ich jetzt echt immer, um meine ganzen Sachen zusammenzupacken. Ich würde sagen, damit beginnen wir jetzt auch endlich mal. So, grundsätzlich, ich fahre jetzt zur Indoor-Waschbox. Die Indoor-Waschbox hat ja das Sonax Actiform als Snowform. Also werde ich da jetzt keinen eigenen Snowform mit Schaumsprüher brauchen. Da brauche ich ungefähr 1 Euro und dann habe ich das Auto komplett eingeschäumt. Das spare ich mir dann einfach. Also beginne ich jetzt mit den Felgen. Das wäre jetzt so ja der nächste Schritt. Dann beim Thema Felgenreiniger sind wir hier also ganz unten in dem Regal. Ja, da haben wir hier wirklich eine sehr ordentliche Auswahl. Naja, also hier ist wirklich alles komplett vollgestopft. Das ist eine Katastrophe. Ich würde sagen, weil er vorne steht und ich schon lange nicht mehr benutzt habe, nehmen wir heute mal den Dr. Wack P21S. Das hier ist die Mixtur mit Wasser verdünnt. Hier habe ich dann noch ein bisschen was von dem Originalen übrig. Nehme ich mir und packe es schon mal hier in die Detailing-Tasche. Ja, passend dazu werde ich natürlich Felgenbürste und Pinsel brauchen. Pinsel nehme ich jetzt einfach mal hier diesen hier. Ne, der ist ganz gut, das ist auch so ein No-Name-China-Pinsel. Packe ich mir ein. Und als Felgenbürste, ja, da habe ich ja eigentlich einen ganz klaren Favoriten. Das ist hier diese Licargo-Bürste. Die nehme ich ja eigentlich immer. Damit macht man überhaupt nichts falsch. Auch die packen wir einmal ein. Dann geht's weiter in der Shampoo-Abteilung. Na, da haben wir auch einiges. Ich habe hier ganz hinten im Regal dann die ganzen großen Kanister. Hinten zum Beispiel Nigrin hier. Das war so das erste Autoshampoo, was ich damals hatte. Nehme ich auch immer noch ganz gerne. Habe ich dann allerdings in so eine kleine, praktischere Flasche hier umgefüllt. Naja, was nehmen wir heute mal? Eigentlich aktuell ist ja mein Favorit dieses Nigrin. Das ist ja richtig schön günstig. Aber ja, wir nehmen heute mal wieder den APS Premium Snowform. Das ist ja auch so ein Kombiprodukt. Kann man ja auch sehr gut für die Wäsche nehmen. Packen wir mal ein. Jo, dann möchte ich heute den Wagen noch mal ein bisschen versiegeln. Wir haben ja viel Streusalz auf den Straßen. Da möchte ich dem Wagen noch mal so einen kleinen Schutz geben. Hier habe ich also meine ganzen Versiegelungen. Ja, das ist schon ein bisschen was. Ein paar Polituren liegen hier natürlich auch bei, ganz klar. Ja, einen Detailer könnte ich jetzt nehmen, aber ich denke, weil jetzt im Moment nicht das beste Wetter ist und ich schnell mit der Wäsche fertig sein möchte,
nehme ich eine Nassversiegelung. Hier habe ich meine Nassversiegelung stehen. Heute wird es mal wieder das Wash and Seal von Sonax. Wieder im Schaumsprüher. Ich finde, das ist eine richtig gute Möglichkeit, sein Auto zu versiegeln. Packen wir ein. Dann brauche ich dafür dann ja doch einen Schaumsprüher. Welchen nehmen wir? Ich würde sagen, die FM30. Ich habe die FM30 noch nicht mit dem Wash and Seal ausprobiert. Packen wir auch mal ein. Muss ich natürlich gleich dann entsprechend befüllen. Die Oasa-Pumpe, die ich hier liegen habe, mit der schönen Pumpenhalterung, die kann ich jetzt leider nicht mitnehmen, ist nämlich nicht geladen. Es ist nämlich jetzt relativ spät abends und ich bin jetzt spontan auf die Idee gekommen, das Auto noch zu waschen. Ja, dann braucht man natürlich einen Waschhandschuh. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Hier habe ich in dem Karton immer so die ganzen Waschhandschuhe liegen und unter anderem auch den Sonax Multischwamm. Den werden wir wohl eher nicht nehmen. Hier diese Bürstenhaube, hier dieser Überzug für dieses Teleskopteil. Ich würde sagen, heute ganz klassisch. Die oberen Bereiche, mein absoluter Favorit, der Insquaddy Sponge Nachbau für 8 Euro oder so, der leistet mir wirklich treue Dienste. Und weil wir Winter haben, das Auto recht verschmutzt ist, für die unteren Bereiche hier der Insquaddy mit. Ja, also ist ja auch der China Nachbau, aber auch das Teil ist echt solide. So, ja, abtrocknen brauche ich heute nicht. Normalerweise habe ich dann hier noch Trockentücher und meine Dryblades liegen, werde ich heute nicht brauchen, weil es ist am Regnen, das kann ich mir also sparen, dann nehme ich dieses Glanzspülprogramm, dann ist der Wagen ja auch definitiv gut sauber, aber eine Sache möchte ich dann doch noch einpacken, weil der Wagen wirklich ordentlich verschmutzt ist, reicht mir die Reinigungsleistung des Snowforms nicht aus, dann nehme ich dann dieses Valet Pro Citrus Pre-Wash und sprühe die dreckigen Flächen nochmal zusätzlich ein, habe ich hier schon verbrauchsfertig angefertigt in dieser Universalsprühflasche. Genau, das kommt auch noch mit und dann zeige ich euch gleich, wie ich die FM30 mit dem Wash and Seal von Sonax befülle. Bis gleich. So, ja, jetzt befülle ich die FM30. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt irgendeinen normalen Menschen interessiert, aber ich dachte, gehört mit dazu, deswegen zeigen wir das auch. Ich fülle hier jetzt etwa 2 Liter Wasser ein, das sollte auf jeden Fall locker ausreichen und dann gebe ich entsprechend etwa 40 Milliliter von dem Wash and Seal dazu. Ich hatte damit ja mal so ein bisschen rumprobiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man so 20 Milliliter pro Liter Wasser von dem Wash and Seal braucht, damit man eine wirklich solide Versiegelungsleistung erzielen kann. Ja, dann wäre ich jetzt also hier in der Indoor-Waschbox angekommen. Wie ihr sehen könnt, ist schon stockduster draußen, ist jetzt glaube ich 5:30, allerdings im Winter, ne, da ist es ja nicht ganz so lange hell. Und zum Glück haben wir hier die Indoor-Waschbox, denn in einer normalen Waschbox wären jetzt die Lichtverhältnisse schlecht, dann würde ich trotz vernünftiger Kamera wahrscheinlich gar nichts mehr hier sehen, also nur noch Bildrauschen. Naja, aber ihr seht das, alles komplett leer, so lobe ich mir das. Da kann ich doch jetzt ganz in Ruhe den Wagen hier einmal waschen. Ja, wie ihr seht, der Wagen ist nass, ist so ein bisschen am Regnen. Ne? Ja, macht jetzt nicht ganz so viel Sinn, im Regen zu waschen, aber ganz ehrlich, ich hab's zeitlich nicht mehr geschafft anders. Und ihr seht das, der Wagen ist voll mit Streusalz. Das sieht man jetzt mal wieder nicht ganz so gut, weil er halt nass ist. Aber ihr könnt mir glauben, da ist überall Streusalz drauf und das musste ich jetzt unbedingt einmal entfernen. Das konnte ich so nicht mehr haben, damit konnte ich nicht mehr ruhig schlafen. Deswegen, ja, gehen wir das jetzt hier einmal an. Ja, hier seht ihr jetzt mein ganzes Waschequipment. Also, ja, so ein bisschen Kofferraum braucht man für die ganzen Sachen schon, ne? Ich glaube, mit so einem kleinen Sportwagen käme ich hier fürs Waschen gar nicht aus. Naja, dann packe ich mir erstmal meine ganzen Eimer raus, stelle sie mir dahin, dass ich dann gleich einfach besser an die Detailing-Tasche rankommen kann. Und dann wäre der nächste Schritt, die Felgen einzusprühen. Das ist ja so, das erste, der Felgenreiniger muss ja ein paar Minuten einwirken. Ihr seht das, die Felgen sind auch einigermaßen dreckig. Auch hier, ne, die sind halt nass da, also fällt das dann nicht ganz so gut auf. Aber eine gründliche Reinigung lohnt sich definitiv, würde ich sagen. Ja, dann sprühe ich die Felge hier einmal komplett ein. Das Schöne, obwohl der Dr. Wack hier ja wirklich 1:1 mit Wasser verdünnt ist, ist er immer noch sehr, sehr gelartig. Das ist der Riesenvorteil dieses Felgenreinigers. Er ist zwar relativ teuer, aber wenn man halt mit einrechnet, dass man ihn gut verdünnen kann, dann geht es wieder. Wobei ich natürlich sagen muss, ein K2 Roton Pro oder so reinigt die Felge eigentlich genauso gut. Das habe ich in der letzten Zeit wirklich so herausgefunden. Also ja, aber P21S ist trotzdem ein guter Felgenreiniger. Ja, als nächstes werde ich jetzt hier die ganzen groben Verschmutzungen mit meiner Valet Pro Citrus Pre-Wash Mischung einsprühen.
Ne? Ich drehe mir hier die Flasche auf. Das ist ja wieder diese ganz günstige Sprühflasche, habe ich euch auch mal unten verlinkt. Ich glaube, eine kostet 2,50 oder so. Ich habe mir davon ja ein 5er-Set damals bestellt, hatte ich auch mal ein Video von gemacht. Und ja, mit dem Pre-Wash, das ist ja wachsfreundlich tatsächlich, hat aber echt eine ganz gute Reinigungsleistung auf Zitrusbasis. Und ja, diese groben Verschmutzungen im unteren Bereich sprühe ich hiermit nochmal ein, dass ich halt sicher gehe, dass ich das Zeug später nicht im Waschhandschuh sitzen habe und damit Kratzer verursache. Jo, dann der nächste Schritt hier, einmal Geld wechseln. Ich werfe jetzt hier erstmal 2 € rein. Ich habe nämlich noch eine Münze übrig gehabt, also insgesamt 3 €. Mal gucken, ich glaube, das könnte auf jeden Fall ausreichen. Dann als nächstes hier die Snowform-Behandlung. Wie gesagt, hier ist ja das Sonax Actiform drin. Ist zwar relativ dünnflüssig, aber ich finde, dass man hiermit trotzdem eine gute Vorreinigung machen kann. Und ja, ich komme hier wirklich mit einer Münze, was hier 1 € entspricht, gut aus. Damit kann ich das Auto hier einmal schön eingeschäumt. Das reicht mir, da brauche ich jetzt hier meinen eigenen Snowform nicht mitnehmen. Genau, das machen wir jetzt hier einmal. Vor dem Abspülen lasse ich das Ganze mal so 1, 2 Minuten einwirken, dass der Schmutz auch wirklich vernünftig angelöst werden kann. Hier, die Waschbox ist sowieso komplett leer. Ich halte hier ja den Verkehr nicht auf. Dann können wir uns auf jeden Fall hier mal die Zeit dafür nehmen, das Ganze wirklich hier ganz in Ruhe zu machen. Ja, dann geht es jetzt hier ganz klassisch mit der Eimerwäsche weiter. Der ganz kleine Eimer hier ist dann später für die Felgenwäsche, um die Felgenbürste auszuspülen. Den bereite ich mir jetzt hier auch schon mal vor. Und dann geben wir hier etwas Shampoo rein. Wie gesagt, APS Premium Snowform. Ich nehme jetzt hier so 2,5 Verschlusskappen, also ein bisschen Pi mal Daumen. Aber ich denke, damit sollte man hier ganz gut fahren. Dürften etwas über 10 Liter in dem Eimer sein. Ist ja ein 20-Liter-Eimer, ist ja etwas über die Hälfte befüllt. So komme ich eigentlich immer ganz gut aus. Das reicht mir normalerweise aus. Ja, nehme ich mir hier das Gridguard-Sieb und schäume das Ganze nochmal auf. Ja, übrigens, Thema Wascheimer, da bin ich im Moment so ein bisschen am gucken. Ich denke, in nächster Zeit werde ich da nochmal upgraden. Diese Lebensmitteleimer sind echt nicht schlecht und wirklich sehr, sehr günstig. Aber diese Dortlock-Siebe oder auch Gridguard-Siebe passen nicht hundertprozentig perfekt rein. Ne? Wir haben da so einen kleinen Spalt. Naja, eventuell kaufe ich mir da demnächst nochmal so einen richtigen Detailing-Wascheimer. Da muss ich mal schauen. So, und dann geht es hier an die ganz normale Wäsche, ne? Mit dem Mikavo-Waschschwamm. Kennt das ja, bin ich ein großer Fan von. Kann man halt relativ lange benutzen, weil er viel Wasser aufnehmen kann und somit das Wasser den Schmutz direkt wieder rausspült. Trotzdem natürlich nach jedem Bauteil auswaschen, keine Frage, aber das funktioniert ja auf jeden Fall gut. Übrigens, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, ich filme jetzt nicht mehr mit dem Handy. Ich habe mir eine Systemkamera zugelegt. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Rumprobieren. Ich muss mich da noch so ein bisschen in die ganzen Einstellungen einfinden, aber ja, ich denke in nächster Zeit haben wir dann auf jeden Fall eine bessere Bildqualität. Und Tonqualität werde ich auch noch upgraden. Da bin ich auch noch am gucken, dass ich mir da nochmal ein vernünftiges Richtmikrofon kaufe. Also ja, da gibt es dann demnächst auch nochmal eine kleine Investition, dass die Videos ein bisschen professioneller werden. Ja, ihr seht das. Ich habe die oberen Bereiche mit dem Waschschwamm jetzt gewaschen. Der ist immer noch recht sauber und das Waschwasser auch, ne? Also meine wirklich extensive Vorwäsche hat sich gelohnt. Und für die unteren Bereiche, also bei der E-Klasse, ist da hier die Trennung durch diese Chromlinie quasi vorgegeben. Da nehme ich dann jetzt den anderen Waschhandschuh. Das ist ja hier dieser, ja, ein Credi-Mit-Nachbau. Ist ja von der Faserstruktur ähnlich mit dem Schwamm, den ich eben benutzt habe. Ich falte mir jetzt hier dieses Bündchen rein, weil
Ich nehme die Handschuhe einfach nicht gerne als Handschuhe. Ich nehme die halt immer so, dass ich die Hand drauflege. Und dann wasche ich jetzt die unteren Flächen. Erst jetzt hier wirklich die Fläche auf der Tür und der Schweller an sich dann wirklich erst im Nachgang. Ihr seht auch selbst hier auf der Tür gar nicht so viel Dreck drauf, ne? Waschhandschuh immer noch relativ sauber. Und jetzt geht's dann wirklich hier unten an den Schweller. Und da hat man natürlich am meisten Dreck drauf. Und dann trotz guter Vorwäsche sehen wir, ist der Waschhandschuh jetzt auch wirklich dreckig geworden. Jo, der Lack ist sauber. Jetzt sind also hier die Felgen dran. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch diesen Wascheimer beiseite gestellt. Habe hier auch eine Verschlusskappe von dem Shampoo reingelegt, dass wir so ein bisschen Gleitwirkung haben. Jetzt nehme ich als erstes hier einmal den Pinsel. Pinsel mir hier die Oberflächen ab, falls da noch ein bisschen Schmutz drauf ist. Ja, auch hier einmal in die Löcher der Radschrauben und halt diese ganzen Details abpinseln. Ihr kennt das ja von mir. Das macht mit einem Pinsel immer sehr viel Sinn. Und ja, man sieht das hier. Die Winterfelgen haben auch hier bei der E-Klasse schon gut gelitten. Ne? Das sind hier oben tatsächlich gar nicht alles irgendwie Bordsteinmacken. Teilweise ist das wirklich hier unterlaufen von dem ganzen Streusalz. Naja, aber im Winter ist das nicht schlimm. Bei den Sommerfelgen wird mich das dann nochmal deutlich mehr stören. Und dann jetzt hier wie üblich mit der Likago-Felgenbürste ins Felgenbett. Ja, bin ich froh, dass ich hier diese dünne Version habe. Die Winterfelgen sind ja nochmal ein bisschen enger. Gerade hier vom Felgenbett zum Bremssattel, da ist auch der Spalt jetzt relativ eng geworden. Aber ja, diese Bürste kann sich ja wirklich relativ dünn ja, zusammendrücken, sage ich mal. Also hier kann man wirklich in alle Bereiche und man kriegt hier wirklich die Felge gut mit gesäubert. Ich zeige euch übrigens im Anschluss gleich mal, wie ich diese Bürste dann wieder sauber kriege, weil das ist ja bei den Mikrofaserbürsten ein bisschen mehr Aufwand als bei diesen typischen Nylonbürsten. Aber ja, das kriegt man eigentlich auch auf jeden Fall ganz gut hin. Ja, jetzt geht es dann nochmal einmal an die schnelle Nassversiegelung mit dem Wash and Seal hier in der Gloria. Ich habe den Wagen vorher nicht abgespült. Ich bin ja hier eh in der Indoor-Waschbox und es ist ja Winter. Im Sommer würde ich das nicht machen. Da würde ich jetzt einmal abspülen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn hier noch Shampoo-Reste auf dem Lack sind. Also wir können jetzt hier direkt, können wir uns ein bisschen Geld sparen mit dem, ja, Wash and Seal hier in der FM30 den Wagen einspulen. Und ihr seht das hier, 40 Milliliter auf 2 Liter. Ich habe, glaube ich, die blaue Düse drin in der FM30 und das Schaumbild ist in Ordnung, ne? Ich meine, klar, darum geht es jetzt hier nicht. Wir wollen ja wirklich nur die Versiegelungsleistung sehen, aber ja, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich finde wirklich, das ist die entspannteste Art, das Auto zu versiegeln. Normalerweise mit der Oasa-Pumpe ist das dann noch schöner, dann braucht man nicht selber pumpen, aber ja, die FM30 hat ja ein großes Volumen, gerade wenn man nur 2 Liter drin hat, muss man auch sowieso nicht viel pumpen, dann geht das schon. Ja, Felgen kann man natürlich auch super mit einspülen, hat man so eine kleine Felgenversiegelung. Klar, im Winter hält das jetzt alles nicht ewig, aber ist auf jeden Fall ein schöner Schutz gegen das ganze Streusalz und ich finde, es geht halt wirklich, wirklich sehr, sehr entspannt. Ne? Es ist so, als würden wir hier den Lackeimer quasi lackieren mit der Versiegelung. Das macht wirklich Spaß. Jo, hier beim Abspülen sehen wir, Versiegelungsleistung ist auf jeden Fall vorhanden. Es war vorher natürlich auch eine kleine Restversiegelung drauf. Ich glaube, ich hatte zuletzt auf dem Wagen das Giant Red Coat, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Vorher war da nicht mehr ganz so viel drauf. Und mit dem Wash and Seal haben wir jetzt auf jeden Fall wieder eine schöne Versiegelungsschicht. Klar, es ist jetzt nicht hier hundertprozentig perfekte Performance, aber der Wasserfilm zieht sich trotzdem echt ordentlich zusammen. Der Schmutz haftet nicht so schnell an und ich finde, es ist gerade hier im Winter meiner Meinung nach echt die optimale Versiegelung. Wobei ich in Zukunft auch gerne mal dieses Foam-in-Seal ausprobieren möchte. Das ist ja dann eigentlich auch wirklich für die Schaumkanone hier gemacht. Das Wash-in-Seal habe ich ja hier so ein bisschen umfunktioniert, aber auch das funktioniert hier echt gut. Ja, wir sehen hier schöne Tröpfchen auf dem Lack. So muss das doch sein. Wie gesagt, normalerweise würde man den Lack jetzt trocknen, aber es ist draußen sowieso am Regnen. Ich muss ein paar Kilometer nach Hause fahren. Das wäre jetzt totaler Quatsch. Das wäre verschenkte Zeit. Ich habe ja hier mit dem Osmosewasser gespült, also Kalkflecken sollten jetzt sowieso kein Thema sein. Deswegen wäre ich dann jetzt hier mit der Wäsche fertig und ja,
mache mich dann jetzt gleich wieder auf den Weg nach Hause. Ja, ich hab's euch versprochen, ich zeige euch nochmal, wie ich immer meine Waschutensilien reinige nach der Wäsche. Zuerst die Felgenbürste, beim Abspülen nehme ich mir dann einmal nochmal den Hochdruckreiniger und gehe damit einfach einmal über die Felgenbürste und dann ist eigentlich auch schon der größte Dreck weg, ne? Dann hat man das Schlimmste wirklich raus. Aber ich möchte die Felgenbürste natürlich hundertprozentig sauber haben, deswegen nehme ich mir einfach irgendwie ein günstiges Shampoo. Ich habe jetzt hier so ein günstiges Krass-Shampoo, dann nehme ich mir einfach ein bisschen davon. Ihr könnt auch ganz normales Menschen-Shampoo nehmen, das ist eigentlich komplett egal, oder Spülmittel, und gebe das hier so ein bisschen auf die Felgenbürste und dann wasche ich die einfach hier unter lauwarmem Wasser aus. Das dauert dann vielleicht ein, zwei Minütchen, oder ach Quatsch, 2 Minuten nicht, das dauert 1 Minute, aber dann haben wir die Felgenbürste wieder sauber. Gut, bei einer Nylonbürste müssen wir das jetzt nicht machen, da reicht dann wirklich der Hochdruckreiniger, aber ja, dieser bisschen Aufwand ist mir die gute Reinigungsleistung und die schonende Reinigung der Mikrofaserbürste auf jeden Fall wert. Ja, und die anderen Sachen, die schmeiße ich in die Waschmaschine. In dem Fall wird sich das jetzt nicht wirklich lohnen, es sind nur 2 Teile, aber naja, normalerweise sind dann noch die Trockentücher dabei. Und ja, die knalle ich jetzt einfach hier in die Waschmaschine. Das wasche ich sicherlich nicht per Hand, das ist mir viel zu aufwendig. Dann nehme ich hier dieses Expressprogramm, also 30 Minuten bei 30 Grad, das reicht vollkommen aus. Und mit der Drehzahl gehe ich dann auch ein bisschen runter, irgendwie 600 oder 800 Umdrehungen. Und ja, dann ist man eigentlich fertig. Normalerweise, wir haben ja noch so ein paar Shampoo-Reste in den Waschhandschuhen drin. Die sind jetzt auch nicht so mega verschmutzt. Eigentlich wird das reichen, aber um es euch zu zeigen, packe ich hier einfach irgendein x-beliebiges Waschmittel rein. Am Anfang habe ich auch echt immer dieses Mikrofaser-Waschmittel genutzt, aber ganz ehrlich, solange man keine super hochwertigen Poliertücher oder Wachsentfernungstücher hat oder so. Ganz ehrlich, solange man keinen Weichspüler nimmt, habe ich mit ganz normalem Waschpulver keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, so mache ich das also. Wirklich keine Rocket Science. Es gibt sicher Leute, die schwören da auf die besseren Mikrofaser-Waschmittel, aber für mich reicht das so eigentlich aus. Ja, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Ich weiß, in letzter Zeit gab es viele Waschvideos, aber in nächster Zeit gibt es dann auch wieder ein paar Produkttests. Es gibt ja demnächst, denke ich mal, einige spannende Produkte, die jetzt auf den Markt kommen, 2021. Also bleibt gespannt. In dem Sinne, bis zum nächsten Video hier bei Autoverrückt. Ciao.